herzlichen Glückwunsch, Jonas Hector, mit dem 6:1-Sieg beendet die deutsche Mannschaft die Euro-Qualifikation als Gruppensieger. Wie glücklich sind Sie heute mit dem Jahresabschluss? Ja, sehr glücklich. Wir haben uns viel vorgenommen, jetzt im letzten Spiel des Jahres nochmal was rauszuhauen. War natürlich am Anfang eine kalte Dusche mit dem 0-1. Hatten dann das ein oder andere Problem vielleicht auch in der ersten Halbzeit, aber mit dem 3-1 direkt nach der Halbzeit ist, glaube ich, so der Knoten geplatzt und dann konnten wir befreit aufspielen. Vielleicht sogar das beste Spiel der deutschen Mannschaft in diesem Jahr, in diesem Umbruchsjahr? Also wir hatten auch ein 8-0 gegen Estland dabei, wo wir, glaube ich, über 90 Minuten noch souveräner aufgetreten sind. Wo der Gegner mit Verlaub aber nicht so stark war. Ja, aber trotzdem muss man erstmal, glaube ich, in der EM-Quali 8-0 gewinnen. Deswegen, wie gesagt, wir arbeiten auf die EM hin und da war das wieder ein ganz guter Schritt. Jetzt haben wir 4 Monate Pause leider, aber nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir das Jahr so abgeschlossen haben. Sie hatten heute nach langer Zeit mal wieder einen Startelf-Einsatz bei der deutschen Nationalmannschaft. Inwiefern war Ihr Auftritt mit 2 Vorlagen heute auch so eine kleine Bewerbung beim Bundestrainer im Hinblick aufs EM-Jahr? Ja, ich habe natürlich auf den Einsatz gehofft im letzten Jahr. Der war jetzt nicht der Fall. Habe versucht, über Trainingsleistungen mich anzubieten. Habe jetzt die Chance bekommen und wollte einfach alles reinhauen. Serge Gnabry, wir schauen nebenbei mal auf Ihre Tore. Sie haben jetzt in 13 Länderspielen 13 Tore. Nur Gerd Müller war besser. Woher nehmen Sie dieses Selbstbewusstsein? Hat Sie die Aussage des Bundestrainers, dass Sie bei ihm immer spielen, auch noch so ein bisschen zusätzlich beflügelt? Ja, klar. Schön, wenn der Bundestrainer sowas sagt, aber nichtsdestotrotz muss ich jedes Spiel einfach versuchen, mein Bestes zu geben. Hier spiele ich ja vorne drin, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und ja, früher in der Jugend hat es gut geklappt mit dem Tore schießen und gerade läuft es auch ganz gut. Das Umbruchsjahr ist jetzt offiziell beendet. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ich weiß nicht, ich finde es so langsam ein bisschen nervig, immer noch vom Umbruch zu sprechen. Klar, wir haben eine junge Mannschaft. Wir verstehen uns sehr gut und ich glaube auch, dass die Performances, die Leistung sehr, sehr gut ist, dass wir die Spiele immer gut bestreiten und ja, ein bisschen Mitte des Jahres hat es gefehlt, dass wir die Spiele nach Hause fahren. Jetzt gegen Ende hin haben wir es geschafft und ich denke, dass wir sehr, sehr guten Fußball zeigen. Der Bundestrainer hat gesagt, die Nationalmannschaft gehört nicht zu den ganz großen Titelfavoriten bei der Europameisterschaft. Wie sehen Sie Spieler das? Wenn man so eine Torquote hat, ist man doch auch titelhungrig, oder? Ich denke, wir gehen selbstbewusst in das Turnier rein. Wie gesagt, hatten jetzt einen guten Lauf. Die Qualifikation ist gut verlaufen, bis auf das Spiel gegen Holland zu Hause. Wie gesagt, wir haben eine junge Mannschaft. Wir verstehen uns aber alle gut. Es macht uns allen riesig Spaß. Und ich denke, wir können mit großem Selbstbewusstsein zum Turnier anfahren. Vielen herzlichen Dank, Serge Gnabry. Genießen Sie den Abend.